Hallo und geht's nicht zurück zu Railroad Pioneer. Läuft ja mal nicht schlecht bei uns. Den Handelskrieg in Kerwin werden wir wohl gewinnen, schätze ich. Weiter fleißig Lokomotiven bauen. So. Das ist jetzt die Sonderlieferung nach Frankfurt, okay. Naja. So. Was haben wir jetzt hier noch zur Verfügung? Kühl. So, die Fireless macht gerade Pause. Heißt, wir brauchen... Ah, den Handelskrieg in Köln haben wir jetzt gewonnen. Okay. Dazu komme ich dann gleich. Nächste Sonderaufgabe 4 war ganz Erdöl nach Covington. Beziehungsweise Submission. Schauen wir uns auch gleich an. Das möchte ich vorher noch erledigen. Passagierwaggon, genau. So. Heißt, wir haben jetzt eben Monopol. 57 Tage Exklusivvertrag mit der Stadt. Heißt, der Gegner wird hier jetzt nicht mehr herfahren für die Zeit. Heißt auch, wir könnten... Wie schaut es denn hier aus mit Brot? Na, ich glaube, ich werde da weiterhin die Strecke fahren und dann Pikeville gleich mal angreifen. Das werde ich machen. So, dann baue ich da noch einen Passagierwaggon. Weil den Zug hier möchte ich dann verwenden, um eben von Kerwin nach Pikeville zu fahren. Das wir jetzt auch probieren aufzudecken. So, jetzt können wir da endlich die Route mit dem Tabak einrichten. So, okay. Und ein Passagierzug von Hopkinsville nach Bowling Green wäre auch so eine Sache, da den Service wieder aufzunehmen. So, die ist jetzt im Standby. Okay, da fehlen eindeutig auch ein paar Signale, falls da mal ein zweiter Zug fahren sollte. So, sehr gut. Gleich noch eine bauen. Noch einen. So, den lasse ich jetzt einfach mal weiterfahren für den Moment. Den breche ich ab und ersetze ihn durch den Zug hier. Für den Moment. So, okay. Und jetzt. Wir brauchen ja, wenn wir Pikeville angreifen wollen, noch irgendwas dazu, außer Passagiere. Das könnte eben zum Beispiel das Brot sein. Allerdings, das ist relativ weit weg. Dann werden wir uns nach was Zweiten umschauen. Und das wird sein Kohle. So, Pikeville haben wir entdeckt. Da ist der Gegner natürlich auch stark am Werkeln. So. Jetzt müsste der Trupp hier gewesen sein. Genau. Wenn wir mal wieder raufmarschieren. Und dann sausen wir gleich weiter nach Lexington. Eben und hier in Pikeville, da steht eine Gießerei. Da können wir eben Kohle hinliefern. Das werden wir auch probieren. Ja, Handelskrieg mit Pikeville wird nicht einfach, aber wenn wir Kerwin schon unter unserer Kontrolle haben, wäre das auf jeden Fall ein Vorteil. Da gibt es ja kein Werksviertel, nein. Da bereiten wir uns da gleich vor auf Kohlelieferungen, das wird eben sein Schüttgut. Ja gut, für so eine Strecke gebe ich zu, wie die Tabakfahrt, da wird sich natürlich... Machen wir es denn schon? Fahren wir von Double Plantage 1 nach Bowling Green. Machen wir es so. Da wird sich natürlich jetzt die Fireless lohnen. Keine Frage. Und von hier fahren wir nach. Genau, nach Owensboro. Dann gehen sich die zwei nicht den Weg um. So, gibt irgendwie wieder Handelspunkte zu vergeben. Oder, genau, dein Frankfurt. Das machen wir auch. Produktionszeit verkürzen. Und weiter forschen.
Tankwagen brauchen wir jetzt für die zweite Mission, für die zweite Nebenmission, wie wir gerade erfahren haben. So, zweimal Passagiere. Okay, so. Da ist der Schüttgutwagen fertig. Lexington. Dann werden wir gleich weiter nach Covington sausen. Auch auf die Gefahr hin, dass der Trupp da irgendwo verloren geht. So, und da gibt es wieder ein paar Wege. Also immer den Wegen folgen, habe ich eh schon mal gesagt. Schauen, sind meistens irgendwelche Betriebe in der Nähe. So, dann bauen wir da auch gleich eine passende Lokomotive. Naja, soll man vielleicht in dem Fall wirklich eine Fireless bauen, die hat ein bisschen mehr PS, dann könnte man mehr Kohle auf einmal liefern. So, da können wir auch die Produktionszeit verkürzen, sehr schön. Und theoretisch könnte man noch ein paar Punkte investieren hier. Wir haben ja genug 107 Handelspunkte. Die müssen auch mal raus. Verkürzen wir die Produktionszeit. So, dann haben wir mal ein paar Handelspunkte ausgegeben. Macht das auch mal Sinn. So, von da aus können wir jetzt auch losfahren. Perfekt. So, super. Mal alles versorgt. Da die Firefly. Genau, dann noch ein Schüttgutwagen, habe ich gesagt. So, wo ist da? Hier gibt es Kohle, ich bin mir sicher. Irgendwo in der Nähe gibt es Kohle. Sonst können wir auch mal Gebrauch machen hier vom Geografenviertel und das aufdecken lassen. Bergwerk kostet 3000. Und dann sieht man es. Ja, wir sind genau direkt davor gestanden. Super. So, mehr PS für die Mogul eindeutig. So, das da schnell. Na, komm. Also, das ist schon evaluiert. Okay. Ah, ich glaube, kann das sein? Ich weiß es gar nicht genau. Kann das sein, dass wenn man es evaluiert mit, also per Suche, so wenn man es per Suche aufdeckt, dass es dann schon evaluiert ist? Kann sein. So, den Bau werde ich jetzt beschleunigen ausnahmsweise, weil ich möchte ein bisschen den Vorsprung, den wir hier haben, mit dem Monopol noch ausnutzen. So, und ein zweites Bergwerk gibt es auch, auf das bereite ich mich auch gleich noch vor. Ja, wenn wir doch ein paar Fireless mal verwenden, zumindest für die Kohlelieferungen. So, das wäre eigentlich auch überfällig, da wieder den Betrieb aufzunehmen. Okay. Gut. Da ist gleich angeschlossen, hoffe ich, oder ist schon. Jetzt ist angeschlossen, sehr gut. Dann werden wir da rüberfahren. Zum Bergwerk. Einmal einfache Fahrt. So, da gibt es ein Termingeschäft. Soll ich das noch wahrnehmen? Das nehme ich noch schnell wahr. Ja, gibt keine Veteranpunkte, dann lassen wir es. So, Bergwerk 2 haben wir auch entdeckt. Das müssen wir jetzt allerdings evaluieren. So, und wo ist mein Brotlieferant? Der ist da unterwegs, der wird jetzt abgebrochen. Und dann wagen wir den nächsten Handelskrieg. Da verringere ich jetzt die Produktionszeit, auch wenn voll ist. Das wird nicht mehr lange voll sein, weil ich fange jetzt gleich an, Passagiere wegzuliefern Richtung Pikeville. So, dann lassen wir es losgehen. Greifen wir mal Pikeville an. Ich hoffe, das haut hin. Ist nicht immer fix, dass sich das ausgeht. So, Handelskrieg beginnt und wir fahren hier auch mit Kohle nach Pikeville.
Und wir fahren mit Brot nach Pikeville. Wenn ich jetzt nicht den falschen abgebrochen hätte. Ärgerlicherweise. So, dann nochmal einstellen, schnell. So. Unser Brotlieferant, den habe ich. So, irgendwas geht da gerade ein bisschen schief. Naja, egal. So, zurück nach Hopkins. Wie heißt es? Hopkinsville. So. Ah, da habe ich vermutlich bei dem Passagierzug nicht eingestellt, dass er pendeln soll. Naja, kann passieren. So, die Tabakplantage mal kurz anschauen. Ja, da wird brav abgeholt. Bei der Mogul können wir forschen. Aber bei der Fireless können wir auch forschen. Mache ich vorher. Sehr gut. Geht ja auch ein paar mehr PS. Und wir sind, haben die Nase schon leicht vorn. So, gleich weiter forschen. Nächstes Upgrade erforschbar, super. Ja, das einzige Problem ist natürlich, man teilt sich hier mit dem Gegner auch die Strecke, heißt, entsprechend kann es schon zu hohen Wartezeiten kommen. Auf der anderen Seite zum Teil auch gut, weil man blockiert den Gegner in gewisser Art und Weise auch sehr stark. So, weiterbauen, weiterbauen. Wo ist mein Passagierzug? Der kommt da gerade wieder. Da irgendwo ist mein Brotzug unterwegs. Da kommt die Kohle. Langsam, aber sicher. Eben, und das ist dann wieder die Situation, wo ich zum Beispiel die Fireless nicht so gern mag. Die neigt dann einfach dazu, dass sie die anderen aufhält. So, jetzt. Naja, dafür hält sie alle auf. Das passt eh. So, da auch Produktionszeit. Warum ist der Wohnungsbau? Naja, vielleicht hat der Gegner das noch so entschieden. Ja, und in Pikeville würde jetzt schon Stahl hergestellt. Auf das möchte ich mich auch so langsam vorbereiten. So, und jetzt Handelskrieg mit Kerbin natürlich. Jetzt werden wir wiederum angegriffen. Ah, das sollte sich schon ausgehen. Ah, da ist mein Brotzug. Alles klar. Wir könnten eigentlich dann gleich mit Eisen... Ja, das lassen wir lieber noch. Da fahren wir mal nur so. Wollte jetzt gerade mit Eisen nach Lexington fahren. Problem an der Sache ist natürlich, so wie schaut es aus, sehr gut, dass man dann auch gleichzeitig einen Handelskrieg mit Lexington anfangen würde, nicht so toll im Moment. So, okay. Können wir jetzt da schon Gleise bauen? Nein, können wir noch nicht. Zum Bergwerk 2. So, da ein bisschen weiter marschieren. Hier muss es irgendwo Ölquellen geben. Ja, mit Pikeville schaut es gut aus. Kerbin sollte man eigentlich auch schaffen. So, ein Schüttgutzug wartet da. Der ist noch fürs Bergwerk 2 gedacht. Ja, läuft ja nicht schlecht. So, weiter forschen. Und auch mal reparieren, beziehungsweise wird sich das jetzt mit dem Upgrade eh selber erledigen. Völlig ruiniert, zu lange keine Abnehmer, naja, jetzt... Den geht es dafür gut, da fährt der Zug genau gleich oft hin. Naja, so Pikeville sind wir jetzt gerade im Minus. Nicht so gut. Wo ist unser...
Passagierzug abgeblieben. Habe ich da schon wieder irgendwas falsch gemacht? Ah, da ist der Brotzug. Wo ist unser Passagierzug? Neue Lokomotive, okay. Ich habe da offensichtlich irgendwas verschlafen. Ah, da ist er, okay. Na, passt schon. Ah ja, wir sind eh wieder vorne, sehr gut. Okay, und massenweise Upgrades. 124 Handelspunkte, hätten wir auch mal schauen, wie ich die ausgebe. So, forschen, super. Eben, das habe ich gemeint, die Mogul dann doch relativ früh einsetzen, wenn möglich, damit man die Punkte bekommt, damit man forschen kann, so. Was nehmen wir denn? Bremsen, Gefälle oder erhöhte Beschleunigung? Nehmen wir Beschleunigung. So, handelt es um Corbin, so heißt es. Immer Corbin gesagt, haben wir gewonnen, sehr gut. Und ich glaube, für Pikeville gibt es auch gute Chancen. Haben wir auch gewonnen. Und dann haben wir den Gegner eh schon fast aus dem Geschäft gedrückt. Bisschen was fehlt da noch. So, wie gehen wir das Ganze jetzt an? Können wir jetzt Gleise bauen? Jetzt können wir Gleise bauen. Dann werden wir hier zum Bergwerk fahren. Weil dann bedienen wir Pikeville eigentlich mit Kohle genug und ich könnte mit dem Passagierzug direkt Lexington anfahren. Vorher allerdings werde ich, glaube ich, noch für einen Stahlzug sorgen. So. Mal nach. Der mag nicht nach Corbin fahren, warum auch immer. Ah, weil er da schon ist. Nach Pikeville. Nach Pikeville muss er. So. Mal zumindest Passagiere mitnehmen. Okay. Stahlzug. Beziehungsweise, wisst ihr, was ich da mache? Ich nehme da unseren Brotzug. Der hätte nämlich schon die Power, um da 2 oder 3 zu ziehen. Den Bordum haben wir entdeckt, super. So, ist das der Brotzug? Das ist der Brotzug. Manchmal sind die echt schwer zu erwischen. Na komm. So, den breche ich ab, sobald er auf der Rückfahrt ist. Punkte. So, und wir haben den Bordturm entdeckt. Haben wir noch einen Prospektor? Jawohl. Jetzt müssen wir nur noch die Gleise irgendwie nach Covington bringen. Zu dem Zwecke schnell einen neuen Trupp mit Flößer. Ah, lieber Revolverheld. Und den schicken wir da rauf über den Fluss. Und dann bauen wir da eine Brücke. So, da kann man auch Upgrades vergeben. So, wo ist unser Brotzug? Der müsste hier sein, oder? Oder hier unterwegs sein zumindest. So, was ich jetzt machen kann, ist... Ah, Bergwerk 2 geht irgendwie noch nicht... Warum auch immer. Mag er nicht anschließen. Okay, vielleicht, weil uns die Strecke noch nicht ganz gehört. Ja, macht nichts. Dann fangen wir mit dem Eisen an. Das liefern wir nach Lexington. Einfach pendeln. So, und
mit dem Passagierzug fahren wir auch rüber. Auch wenn es ein riesen Umweg ist, eigentlich kann man das irgendwie abkürzen. Richtig hinten rumfahren, okay. Ein bisschen was aufdecken. So, die neue Lokomotive auch mal erforschen, obwohl wir die vermutlich noch nicht bauen werden. Naja, bauen kann man sie schon, aber wir brauchen sie nicht unbedingt, sagen wir so. So, Bergwerk 2 ist jetzt angeschlossen, sehr gut. Kann man das auch endlich machen. So, und Passagiere nach Lexington, dann ist der Handelskrieg auch versorgt. Der Stahlzug muss zwar einen riesen Umweg fahren, aber soll im Moment so passen. So, dann werden wir da den Fluss überqueren. Ja, und jetzt liefern wir eben Stahl nach Lexington. Da sind zwei freie Bauplätze und da sollte dann eigentlich eine Maschinenfabrik entstehen. Holzfällerei 2. Die lasse ich, denke ich, aus. Ja, Stahl bringt schon extrem viel Geld. Das sieht man hier. Ja, und jetzt könnte man natürlich noch massenweise andere Sachen bauen. Also gäbe es noch viel, was man tun könnte. Und ihr seht eh, das Netz wird sich noch leicht verdichten lassen. Aber jetzt sind wir eigentlich schon bei einem Punkt im Spiel, wo es relativ klar ist, dass wir gewinnen werden. Gibt ja nicht mehr viel zu tun. Eigentlich nur mehr die Submission erfüllen. Also ist natürlich die Frage, sollen wir das gleich in die Folge noch quetschen? Ich könnte es probieren. Wir brauchen Tankwagen. Wo kann ich die bauen? Die kann ich hier bauen. Habe ich da noch eine Lokomotive? Glaube nicht. Okay. Brauchen wir auf jeden Fall Tankwagen für die Submission. Dass wir hier von den Bohrtürmen runterliefern können. So. Und sobald hier eben eine entsprechende Fabrik steht, eine Maschinenfabrik, können wir dann Maschinen liefern nach Frankfurt. So, Brücke. Und gleich direkt weiterbauen zum Bohrturm. Na, vielleicht nicht ganz. Ah, das war nicht geplant. So. Na komm. Beschleunigt bitte und dann weiterbauen und wenn es geht, nicht ganz so wild übers Gelände, wollte ich sagen. Bestens so. Handelskrieg in Lexington beendet. Schaut nicht so schlecht aus. Das Ingenieursviertel kontrollieren wir schon mal. Das Werksviertel auch. So. So, ich mache mal zwei Tankwagen. Ja, wohl zwei wird wieder zu viel sein für den Bohrturm. So, habe ich noch irgendwo einen Trapper. Da, sehr gut. Können wir vielleicht den Bohrturm 2 noch suchen. Der steht, glaube ich, dahinter. So, da kann ich noch nicht bauen, oder? Nein, sonst könnte ich hintenrum eine Abkürzung bauen. Okay. Schaut nicht aus mit dem Stahl. Gut. Haben wir das Eingangslager. Das geht nicht. Da ist einfach nicht mehr da. Dann werden wir den Produktionsfaktor hier erhöhen. Mehr Stahl liefern. So. Ja, dann leisten wir uns mal die, weil
sie ist schon um einiges besser wie die Mogul. Es ist nur, man, diesmal habe ich sie eh schon relativ früh im Spiel gebaut. Normalerweise geht es mir immer so, dass ich ganz knapp vor Schluss erst fertig bekomme. Naja, wobei sind wir eh nicht mehr weit vom Schlussweg. Von dem her, ja, was soll's. Eine oder zwei möchte ich mitnehmen in die nächste Mission. Eventuell schon leicht gelevelt. Ja, und ich glaube, wir werden jetzt einfach durchziehen. Und dann wird es eine längere Folge, oder? Ja, ich würde sagen, das machen wir. Ja, die andere war auch schon 28 Minuten oder 29 Minuten. Dann passt das gut. So, also Tank. Schafft die das? Schauen wir mal zum Bohrturm. Ja, das sollte sie schaffen, okay. Jetzt mal einfach die vier Wagen Öl noch zusammenbringen. Dann kaufe ich hier gleich ein bisschen Ausgangslagerkapazität, dass in der Zwischenzeit sich das auffüllt. Wir müssen vier Wagen liefern, dann können wir uns das anschließend des zweiten Bohrturms sparen. So, in Lexington, da produzieren wir in der Zwischenzeit Handelsgüterwaggons, die brauchen wir dann eben für die Handelsgüter. Sobald hier dann eine passende Fabrik steht, was hoffentlich nicht mehr lange dauern wird. So, Handelskrieg um Kirbin. Ja, stresst mich jetzt nicht mehr so sehr. Lexington haben wir gewonnen. Pikeville fahren wir, glaube ich, gerade nicht an. Mit Passagierwagen. Kann ich jetzt bauen. Ja, passt. Dann haben wir da eine super Abkürzung. Ah, der steht da ein bisschen ungünstig. Ja. Ziehen wir denn da ab? Obwohl, das Geld hätten wir ja für solche Späße. So, ich schätze mal, hier ist genug Kohle, hier nicht. Dann werden wir da auch ein paar Handelspunkte investieren. Die Produktionszeit. Weiter forschen. Okay. Ah, immer noch nichts. Das dauert. Ja, wir fahren echt gerade einen riesen Umweg mit dem Stahl. Ja, dann werden wir jetzt echt ordentlich überziehen. Aber macht nichts. Überziehen halt mal. Das passt schon. So, Erdöl. Unsere Submission. Hat sich nicht ganz gelohnt, da die Handelspunkte auszugeben. Gebe ich zu. Fürs Ausgangslager. Naja, was soll's. So, schaffen wir da drei Wagen Eisen. Schaffen wir. Und dann dauert es hoffentlich nicht mehr lang. Bis hier die passende Fabrik steht. Und was wir liefern müssen, ist ein voller Wagen. Das sollte machbar sein. Wie schaut es überhaupt aus? Ich habe gar nicht genau geschaut auf die Zeit. Ja, da haben wir noch massenweise übrig. Super, dann können wir die schon ein bisschen gelevelt mitnehmen. Wo sehe ich denn das überhaupt? Muss gerade selber überlegen. Ah, da. 1.4.43, ja, auf über ein Jahr Zeit. Die Handelspunkte haben wir auch locker schon. Ja, überhaupt kein Stress. So, Luxus erforsche ich gleich noch. Haben wir das auch erledigt? So, Stahl. Wenn wir da jetzt Produktionsfaktor erhöhen,
Handelskrieg, da haben wir auch wieder gewonnen, schätze ich mal. Zumindest das Werksviertel kontrollieren wir mal. Ja, jetzt ist der Gegner eh mehr oder weniger weg. Zumindest sehe ich keinen einzigen Zug mehr mal von ihm. Na komm, ich überziehe ewig gerade. Hätte ich das Ganze doch eher in 3 Folgen aufteilen sollen. Na, da gibt es mal 2 lange Folgen. Egal. Oh, ich kann natürlich auch ein Stückchen rausschneiden im schlimmsten Fall. Also es ist wirklich nur mal warten, bis hier die Fabrik steht. Ja, wisst ihr was, dann schneide ich das glaube ich raus. Ich warte jetzt einfach so lang mit den Stahllieferungen, bis hier die Fabrik steht. Und dann schauen wir uns die letzte Lieferung mit dem Zug an. Passt, dann sehen wir uns. Ah, die Nebenmission haben wir auch erfüllt. Sehr gut. Gleich wieder. Ich warte jetzt nur noch den Zug ab, für den Fall, dass der das ist, der das Ausschlagende bringt. Tut er nicht. Ja, dann bis gleich. So, die Fabrik ist fertig gebaut und hat auch mittlerweile schon einen Wagen voll Maschinen produziert. Sieht man auch hier. Und die werden wir jetzt abliefern nach Frankfurt. Und dann sollte man eigentlich hoffentlich gewonnen haben. Für die gibt es auch nochmal ein Upgrade. Sehr schön. Dann können wir die auf jeden Fall in die nächste Mission mitnehmen. Und die hier sollte auch noch einen Veteranenpunkt kriegen. Dann werden wir vielleicht die Mogul ganz auslassen. Aber das schauen wir uns eh noch an. Was wir da genau mitnehmen, 1, 2 von den American lohnen sich sicher auch noch, obwohl sie ganz ausgelevelt sind. Das ist auch immer ein bisschen ja, Taktikspiel fast. Welche Züge verwendet man, wie levelt man auf, was nimmt man dann weiter mit? Finde ich echt einen sehr reizvollen Aspekt von dem Spiel. Also wirklich toll, gefällt mir sehr gut. So. Kann man sich echt einen schönen Vorteil rausholen für die nächsten Missionen, wenn man das geschickt angeht. Und ich gebe zu, in der Mission hätte ich es geschickter machen können. Vielleicht doch ein bisschen früher das letzte Lokomotivmodell bauen. Sprich die Decapod, die sicher nicht so heißt. Aber gut. Die K-Pod. Okay. So, letzte Fahrt, hoffentlich. Also zumindest in meiner Erinnerung war es eine Wagenladung, die es da gebraucht hat. Wir werden es gleich sehen. Abkürzung habe ich hier keine gebaut. Wo es relativ leicht gegangen wäre, gebe ich zu. Hätte ich sogar über den Fluss bauen können. Da gibt es noch einen Veteranenpunkt, super. Sehr gut, wir haben es geschafft. Erfolgreich beendet. Perfekt, so. Und was nehmen wir mit in unserem Fuhrpark? Also ich hätte eben gemeint, hier die toll aufgelevelte American, die 2 toll aufgelevelten Americans, die können wir eigentlich alle mal ja, mehr oder weniger wegschmeißen. Können wir eigentlich, ja. Dann sind das unsere 2 American, die wir noch haben. Nehmen wir die auch noch. Und eben auf jeden Fall die. Die nehme ich auch noch mit. Und von dem Mogul. Die Fireless. Soll ich die doch noch? Ach, geben wir ihr eine Chance. So, ist das jetzt eine halbwegs vernünftige Zusammenstellung?
Weil dann kann man die Mogul, die Fireless und die Decapod mitnehmen oder eine American. Aber das überlege ich mir bis zum nächsten Mal. Geschafft haben wir alles. Sehr gut. Und dann schauen wir, was auf uns zukommt. Missouri. Handelskrieg in Kansas City gewinnen. Also da geht es jetzt diesmal gezielt um einen Handelskrieg und die Lok in Hannibal erforschen. Beschauliche weite Prärie und flaches Land finden sich hier. Diesmal brauchen wir 3000 Handelspunkte. Wird also langsam mehr. So, noch sind wir Kesselschmied. Schauen wir, ob es ein bisschen weiter rauf geht. Ich hoffe. Dann wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao für denk. Und baba.